Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Parkwerk Modellbau. Es geht mal wieder um unser Schlachtschiff Bismarck, aber dieses Mal nicht die nächste reguläre Ausgabe, sondern mal wieder um eine kleine Sonderausgabe. Und zwar geht es um die Weiterführung unserer Tarnbemalung an den Aufbauten des Modells. Wie ihr bestimmt mittlerweile wisst, ich bin dabei, die Tarnbemalung vom Rumpf in die Aufbauten zu erweitern. Momentan ja die vorderen Aufbauten, die wir ja haben. Und ja, drei Ebenen haben wir schon, soweit fertig. Und passenderweise kam in der letzten Ausgabe, 34 war das, genau, die Kommandozentrale mit der EMS-Drehhaube geliefert. Und das ist dann praktisch eine neue, wenn auch separat stehende, aber trotzdem neue Ebene, die es entsprechend zu lackieren gilt. Und deswegen würde ich sagen, tun wir das genau heute, bevor sie nämlich jetzt schon bald eingebaut wird. Dann wird es nämlich schwierig. Und deswegen würde ich sagen, tun wir genau das heute im Bismarck-Spezial, Part Nummer 4. So, ja, weiter soll es gehen mit der Tarnbemalung für unser Bismarck-Modell. Und ich gehe noch mal kurz einen kleinen Schritt zurück für alle, die vielleicht jetzt diese Folge zum ersten Mal sehen und noch die anderen Folgen gar nicht gesehen haben. Das, was ich hier jetzt in dieser kleinen Spezialreihe tue, das ist völlig separat von dem, was die Serie eigentlich beinhaltet. Also ein kleines Zusatz. Stück, was ich jetzt für mein Modell speziell gewählt habe. Ihr könnt es natürlich gerne selber auch machen, deswegen zeichne ich es auch auf, falls ihr genau da Interesse habt, vielleicht sowas mal nachzumachen, zeichne ich das auch entsprechend auf und auch in so entsprechend kleinen Abständen, damit das möglichst einfach ist nachzumachen. Wie gesagt, das ist einfach ist so eine Sache, denn bis jetzt arbeiten wir noch ein bisschen auf gut Glück dahin. Denn wir sind bei dem Rumpf ja noch gar nicht so weit, dass wir die Tarnstreifen sehen können. Es sollte jetzt wirklich nicht mehr lange dauern, bis es soweit ist. Aber wir arbeiten lediglich nach Plan von der Holz-Bismarck, die es vor X Jahren ja mal gab. Und den Plan habe ich euch hier schon mal gezeigt, worum es geht. Da seht ihr diese roten Linien, die hier quer durch die Aufbauten gehen. An denen orientiere ich mich. Den gab es damals in der Holz-Bismarck geliefert. Falls ihr den Plan sucht, in Originalgröße praktisch, gibt es den als PDF-Datei. PDF, war das PDF? Ja, war PDF-Datei, eine PDF-Datei. Den Link packe ich nochmal in die Videobeschreibung mit rein, dann könnt ihr euch den Plan runterladen und selber entsprechend ausdrucken oder eben einfach so angucken, damit ihr dann auch seht, wie das Ganze längs läuft. Wie gesagt, das ist der Plan der Holz-Bismarck. Ob das übereinstimmt mit der Metall-Bismarck, weiß man bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig. Aber was man sagen muss, ist, die Bemalung, die bis jetzt am Rumpf dran ist, also hier sieht man das hier oben, hier steht sie, dieser dunkelgraue Bereich, aber auch die Bugwelle und alles andere, das ist schon mal die exakt gleiche Position wie aus dem Plan damals. Das ist schon mal eins zu eins identisch. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Tarnstreifen, die hier angebracht sind, ebenfalls identisch sind. Falls nicht, dann muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Kann durchaus passieren. Und genau deswegen, damit ich beim Nacharbeiten nicht zu viele Probleme habe, habe ich diverse Bauteile momentan ausgelassen. Wie zum Beispiel hier die Feuerlöschschläuche sind noch nicht angebaut, genauso wie die Flöße hier oben. Die sind noch nicht angebaut, weil sie erstens eine eigene Farbe haben. Und wenn ich das hier nochmal abändern muss oder nochmal drüber gehen muss mit der Farbe, das abzukleben, das ist mir zu viel Arbeit, also von daher lasse ich das so, wie es ist. Wie gesagt, deswegen, es kann durchaus sein, dass ich das Ganze nochmal nachbessern muss. Wenn wir soweit sind, dass wir die Tarnbemalung am Rumpf sehen können und ich das erste Seitenteil, kann man sagen, für die
nächste Rumsektion kriege, wo die Tarnstreifen zu sehen sind. Dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video machen mit dem, ja, Vergleich, nenne ich es mal. Passt das, was am Rumpf ist, nun mit dem, was wir schon haben, überein? Und dann muss ich wirklich dann am lebenden Objekt entscheiden, lasse ich das so, wenn es wirklich minimale bis gar nicht merkbare Unterschiede sind, dann lasse ich es so. Wenn es denn doch schon gravierender ist, dann muss ich da nochmal entsprechend ausbessern. Aber wie das aussieht, das kann ich, wie gesagt, momentan noch nicht vorhersehen. Es sollte größtenteils passen und genau deswegen mache ich es ja auch, die Schritte jetzt schon. Deswegen, ja, es bleibt da aber weiter spannend. Ja, wie gesehen, drei Ebenen sind schon da. Die Aufbaustruktur haben wir ganz zu Anfang schon gemacht. Und dann gab es beim letzten Mal die Tarnstreifen auf dem Brückendeck und auf dem unteren Mastdeck. Das passte schon mal, wie ihr sehen könnt, gut überein. Und jetzt soll es weitergehen. Und wir haben ja in der letzten Ausgabe dies hier bekommen. Die EMS Drehhaube und die Kommandozentrale. Die soll in der Ausgabe 35 auch schon eingebaut werden. Zwar nicht verschraubt oder verklebt werden, aber zumindest eingebaut werden. Und drumherum auch diverse Details angebracht werden, was das Ganze natürlich umso schwieriger macht, das Ganze wieder auseinander zu fummeln und so weiter. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache die Thermomalung jetzt schon mal, dass die sitzt. Und ich denke mal, dass gerade an diesem Teil möglichst wenig bis wirklich gar nichts ausgebessert werden muss. Denn, wie ihr hier sehen könnt an dem Plan, die Kommandozentrale befindet sich hier. Und da seht ihr, dass ein großer Teil schwarz sein wird. Das ist ja der schwarze Streifen. Und der hintere Bereich, das ist ja dieser... Ups, da meldet sich gerade mein PC. Und dieser hintere, geschwungene Part, der wird komplett weiß. Und ich denke mal, die Positionierung ist schon ziemlich exakt. Und beziehungsweise da denke ich mal, dass ich da nicht wirklich viel machen muss. Zumal das auch nicht so hundertprozentig auffällt, weil hier noch diese Wände davor sind, das sind diese hier. Das fällt gar nicht so dramatisch auf, wenn überhaupt. Also deswegen bin ich da so ein bisschen entspannter, was dieses Teil anbelangt, als bei dem großen Stück hier. Ja, aber trotzdem soll das natürlich gemacht werden. Auch nochmal kurz Information. Ich habe auch überlegt, was ich jetzt alles lackiere. Sprich, lackiere ich die Kommandozentrale, die auf jeden Fall, das ist ganz sicher. Aber lackiere ich auch die EMS-Drehhaube, habe ich überlegt. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich keine der EMS-Drehhauben lackieren werde. Also nur die Basis praktisch davon, aber nicht die Hauben selber. Erstens, weil sie sich drehen lassen und deswegen das ganze Muster sich immer wieder, ja, immer wieder durcheinander geht, sage ich mal. Und zweitens ist es auch relativ schwierig, das Ganze abzukleben, muss ich auch sagen, aber eben hauptsächlich dadurch, weil es ein bewegliches Teil ist, werde ich das so lassen. Die EMS-Drehhauben, die haben ihre eigene Farbgebung ja schon so, wie sie sind, und da will ich jetzt nicht extra noch mit Farbe rumhantieren. Also nur die Wand, kann man sagen, der Kommandozentrale wird lackiert. Ihr habt schon gesehen, ich habe so ein bisschen abgeklebt schon, entsprechend mich orientiert an den Plan. Ich mache zuerst erstmal den vorderen Abschnitt. Ich versuche mal ein bisschen Fokus reinzukriegen. Fokus. Diesen vorderen Abschnitt habe ich jetzt, wobei es ist gar nicht der vordere, eigentlich ist es der hintere Abschnitt, sage ich mal so, dieser auf jeden Fall der deutlich gerundete Abschnitt, das gerundete Ende, das habe ich so entsprechend schon mal abgeklebt anhand des Plans und dieser Bereich wird gleich weiß lackiert. Ich werde nochmal hier einen Kleber drüber machen, damit die Drehhaube nichts abkriegt. Unten ist relativ wurscht. Aber hauptsächlich sollte hier nichts drankommen, genauso wie auf der Oberfläche, die ja auch schon bemalt ist. Das wäre blöd, wenn da auch noch was drankommt. Gut, das wird der Schritt Nummer 1 sein und im Anschluss geht es dann weiter mit der schwarzen Farbe. Aber erstmal nehmen wir uns die weiße Farbe daher. Ich bereite soweit alles vor, lege ein bisschen Unterlage aus, damit das nicht ganz so schmiert, falls überhaupt. Hol mir die Sprühpistole daher und dann legen wir los. So, ein bisschen Zeitungspapier habe ich ausgelegt, damit das zumindest nahezu frisch läuft hier. Ich habe auch schon hier und da mal gelesen, es gibt auch genügend Leute, das verstehe ich vollkommen, die jetzt hier wirklich vieles abkleben und abdichten oder sich eigene Sachen basteln, damit gerade diese hauchdünne Sprühfarbe dann nicht überall landet. Das ist auch richtig, nur in dem Fall, ich persönlich habe mir gedacht, das ist ja
wie ich finde, so wenig Farbe, die hier wirklich benutzt wird. Das sollen ja keine XXL-dicken Schichten sein oder riesige Flächen, die lackiert werden müssen. Da reicht das hier vollkommen. Also wenn es jetzt größere Modelle sind, die vielleicht komplett lackiert werden müssten, dann kann ich es verstehen. Da ist natürlich so viel Farbe, die dann benutzt werden muss. Und die dünne Farbe, die lässt sich ja überall nieder. Gerade dieser Sprühnebel von der Farbe dann. Das ist verständlich. Nur hier habe ich wirklich ja, kaum bis gar keine Milliliter Farbe. Das geht ruckzuck hier. Und deswegen habe ich das mir so entschieden, das Ganze hier ein bisschen gedeckter, sag ich mal, zu machen, wie ihr es ja hier auch schon sehen könnt. So, ich habe noch ein bisschen weiter abgeklebt, wie ihr sehen könnt, damit die Drehhaube entsprechend auch geschützt ist. Und dieser Bereich wird jetzt erstmal einen weißen Anstrich kriegen. Und ja, schauen wir mal gleich aufs Ergebnis. Ich versuche, möglichst wenig von da unten irgendwie zu treffen. Wobei ich glaube, da wäre es schon fast schlauer, das Ganze auch ein bisschen abzukleben. Nicht, dass dann irgendwelche Farbe in den Motor irgendwie reinkommt. Das wäre nicht gut, wenn dann irgendein Exemplar der Technik versagt. Das wäre, glaube ich, nicht so dolle. Deswegen legen wir das mal drumherum. Muss ja nicht viel sein, aber hauptsächlich, dass der Motor geschützt ist und keine Farbe abkriegt. Machen wir das mal so. Wie gesagt, wenn im Inneren ein bisschen Farbe drin ist, das ist ja wirklich nicht der Rede wert. Auch die Getriebe, die ganzen Zahnräder, die sollten jetzt kein Thema sein, aber hauptsächlich, dass der Motor an sich geschützt ist. So, dann würde ich sagen, legen wir los, hoffen wir auf ein gutes Ergebnis und ich melde mich gleich dann wieder. So, das ging relativ schnell. Und ich lasse das erstmal trocknen, das ist jetzt alles erstmal komplett glänzend. Ich hatte letztes Mal ja, habe ich euch schon währenddessen erzählt, da habe ich letztes Mal auch das Video vom Lackieren oder diesen Teil vom Video vom Lackieren auch entsprechend beschleunigt. Da war das so, dass meine Farbe wohl, ja, ich würde sagen, deutlich zu dick war und nicht durch die Pistole gekommen ist. Ich habe ja eine neue Pistole, die ist mal locker beiseite, hier von Revell, eine Airbrush-Pistole mit Kondensator dabei und, Kondensator, sondern schon Kompressor dabei. Und ich habe eigentlich die Farbe ziemlich verdünnt, wie ich fand, aber es passierte eigentlich fast gar nichts. Und gerade eben habe ich auch, bevor ich das Video gestartet habe, hier diese Aufnahme nochmal ein bisschen rumgesprüht und getestet. Und ich dachte, es ist eigentlich sehr dünn, aber es war dann doch noch anscheinend zu dick und passte gar nicht durch diese kleine Öffnung hier. Deswegen kam da auch nichts, deswegen habe ich das noch weiter verdünnt. Das fließt mir fast schon raus. Das ist fast wie Wasser, weißes Wasser. Aber okay, nur so klappt das. Und ich habe es jetzt schon gerade gemerkt, das läuft schon mal deutlich besser. Eventuell muss ich gleich die schwarze Farbe auch noch ein bisschen was reintun. In der Box ist ja auch so ein, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ein Aquacolor Mix dabei, so ein Verdünner. Und dann geht das deutlich besser. Ich merke gerade, ich habe gerade einen falschen Supi. Ich habe gerade einen falschen Kopf benutzt, um das Ganze durchzumischen. Ich habe jetzt gerade den Deckel vom Aquacolor Mix genommen. Okay, den will ich dann nochmal auswaschen. Bevor ich das zumache, sonst gibt es das ein gehöriges Durcheinander. Ich glaube so auf den ersten Blick, dass ich das nicht nochmal, was ist los heute, dass ich das wahrscheinlich gleich nicht nochmal lackieren muss, deswegen mache ich mal eben zu. Allein der Trocknung halber schon. So, das haben wir soweit, lassen wir es erstmal trocknen. Wie gesagt, glänzt noch sehr, da wollen wir dann entsprechend
auch drauf Rücksicht nehmen, bevor wir da irgendwas abziehen und dann. Farbe dran? Nee. Alte Farbe. wollen wir natürlich darauf Rücksicht nehmen, nicht, dass wir da irgendwas verschmieren, wenn das gerade frisch lackiert ist. Deswegen mache ich nochmal einen kurzen Cut und wir sehen gleich nochmal das Ergebnis des weißen Streifens. So, nach ein bisschen Wartezeit, weil ich wohl ein bisschen mehr genommen habe oder letztendlich ein bisschen mehr rausgekommen ist jetzt, als beim letzten Mal, haben wir hier schon mal ein schönes Ergebnis. Es ist auch schon soweit trocken, dass man da also nicht irgendwie hängen bleibt oder irgendwelche Spuren drin verliert. Das ist schon mal gut. Und jetzt schauen wir mal, wie es im Ergebnis aussieht. Nehmen wir erstmal den Motor, wollte schon sagen, auseinander, aber ups, fliegt mir der schon entgegen. Da ist schon mal nichts dran, das ist schon mal sehr gut. Einmal oben ab, da ist auch nichts dran gekommen, sehr schön. Jetzt zieht sich das Ganze hier schon ab, schauen wir mal. Oh, sehr schön, hier ist jetzt ein Punkt, der ein bisschen übergeklebt ist, sag ich mal, hier, dass man den sehen kann dort, aber der wird sich ja von alleine erledigen, wenn dann der schwarze Streifen noch dazu kommt. Und die andere Seite auch mal eben gucken. Ja, die ist sehr schön geworden. Die ist sogar besser geworden, ehrlich gesagt, als diese. Da habe ich wohl ein bisschen zu viel Farbe genommen. Ja, das ist das Ergebnis. Guck, wenn ein Kabel irgendwo drin stecken bleibt, dieses hier. Sehr schön, aber wie gesagt, das ist ja nur die halbe Miete. Es kommt jetzt gleich noch ein zweites Stück. Wir können mal eben gucken, ob das halbwegs passt mit der Aufbaustruktur. Ich bastel jetzt noch nicht komplett rein, aber zumindest schon mal an die Position. Ja, doch. Also von weitem Auge sitzt noch nicht zu 100%, aber das sollte klappen. Soweit. Von der anderen Seite genauso. Ja, von der anderen Seite gefasst. Da muss ich leider ein bisschen nachjustieren. Ja, da passt es noch nicht hundertprozentig. Wir gucken gleich mal. Auf der einen Seite ist es auf jeden Fall sehr gut. Wir machen erstmal weiter. Soweit dann mit dem zweiten Part. Dafür klebe ich das alles erstmal wieder vorher ab und dann geht es gleich weiter. So, Teil 2 ist. Teil 2 ist dran. Ne? Falls ihr euch wundert, warum ich gerade die Batteriebox hier rumliegen habe, ich habe gerade mal mit dieser Testplatine die Drehhaube einmal, ja, wie der Name schon sagt, gedreht. Einmal so um 90 Grad, damit mir diese beiden Arme, die hier kommen, nicht hier beim Abkleben in den Weg kommen. Ich habe das Ganze jetzt so abgeklebt, das ist ein bisschen mühseliger, weil ich gerne auch diese leichte Stufe, die hier drin ist, mit lackieren möchte, zumindest in dem Streifenbereich. Deswegen habe ich den dunkelgrauen Bereich so mit kleinen Fetzen hier abgeklebt und hier das dann genauso. Und ja, dann legen wir mal los und wollen das Ganze auch einmal lackieren, in der Hoffnung, das sieht am Ende genauso gut aus wie das weiße Stück. Los geht's!
So. Haben wir das auch? Das ist ein bisschen. Muss es noch auf jeden Fall trocknen. Legen wir es erstmal auch zur Seite, beziehungsweise stellen es irgendwie. Kann man es über den Kopf stellen gerade? Ja, stellen wir es mal eben auf den Kopf. Nicht, dass es auf irgendeine Seite fällt. Das wäre ein bisschen problematisch. Lassen wir es eben trocknen und dann schauen wir uns gleich das Ergebnis an. So, ja, wie ihr sehen könnt, das Licht ist schon ein bisschen gedämpft hier. Es ist schon ein bisschen später geworden. Da musste ich meinen Akku mal wieder ein bisschen Strom geben, sonst geht das Ganze hier den Bach runter. Egal, das war auf jeden Fall genügend Zeit, damit das Ganze jetzt trocknen konnte. Und jetzt wollen wir mal das ganze Stück hier aus dem Gewirr von Kreppband befreien und schauen wir mal, was das Ergebnis sagt, ob sich das lohnt, sich anzuschauen. Ich hoffe mal sehr drauf. So. Noch keine Überreste am Funkmessgerät mit dran. Da haben wir was. Gucken wir mal. Noch so ein Puzzle dabei. Weg. So, jetzt gucken wir mal hier. Ach, die sind auch zusammengeklebt. Na super. Naja gut. So, schauen wir mal, was sich hier ergibt. Ja, schon mal ein gerader Streifen, das ist schon mal gut. Boah, lässt sich sehen. Lässt sich ansehen. Und hier haben wir auch ein, ja, nicht hundertprozentig, aber doch sehr angenehmen Streifen, den man hier sehen kann. Das haben wir einmal. Und jetzt wenden wir das Ganze mal und gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht. Nö. Mal gucken, so einmal hier auch sehr schön glatt bzw. gerade und einen haben wir noch, nee, noch so eine Ecke übrig geblieben, wobei man ehrlich gesagt sagen muss, wenn ich das jetzt so sehe, ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen dem Dunkelgrau und das, was automatisch dran war und dem Schwarz, der schwarzen Farbe. Naja, egal. Hier rankommen. So. Und da haben wir das zweite Ergebnis. Nicht ganz so perfekt, aber mein Gott, was ist hier schon perfekt? Jetzt zeige ich das mal. Ist nicht ganz so einfach, weil da schon ein paar Schränke da, wie man sehen kann, dran waren. Deswegen war es nicht ganz so einfach. Ich hoffe, da ist genug Fokus drin, damit man das halbwegs sehen kann. So, dann schauen wir mal, ob das, was jetzt hier so bemalt wurde, auch ansatzweise irgendwie übereinstimmt mit dem Aufbaudeck bzw. mit dem Brückendeck, Mastdeck und allgemein mit dem ganzen Streifen. Das geht endlich verkehrt. Holen wir den mal herbei. Erstmal wieder aufsetzen. Ich setze den auch schon mal so relativ fest auf, dass der wirklich an der Position ist, wo er dann letzten Endes auch sein soll. Ein bisschen reindrücken. Nicht so weit, dass ich irgendwie ein Kabel hier abklemme, das wäre auch nicht schön. So, mal eben draufsetzen. So, das sitzt schon mal. Gucken wir mal. Ja, doch. Hier haben wir das einmal das Ergebnis. Richtig greifen, so. Das passt auf jeden Fall, ist ein schöner glatter Streifen auf der Seite. Das Weiße geht, wie gesagt, hier einmal hinten rum. Auf der anderen Seite, boah, lässt sich auch wunderbar angucken, würde ich sagen, schön gleichmäßig hier vorne, das sieht man, hier vorne, genau, oder vorne bzw. hinten war es ein bisschen schwierig, das Ganze hinzukriegen, eventuell werde ich mir noch mit einem kleinen Mini-Pinsel das gleich ein bisschen nachjustieren, die Farbe, das könnte ich nochmal nachschauen, aber so haben wir das soweit, sehr schön. Und, ach ja, der Vollständigkeit halber nehmen wir nochmal die Aufbaustruktur daher. Den schon, den schon. So. Und das einmal im ganzen Jahr. Sehr schön. Der Streifen wächst und wächst und wächst. Wunderbar. Einmal. Und von der anderen Seite. Sehr schön. Ja, damit haben wir den vierten Teil soweit lackiert. Ah, sieht schön aus. Freut mich. Freut mich, dass es gut aussieht.
Aber wie gesagt, wir sind ja noch längst nicht fertig mit dem Streifen, noch längst nicht fertig. Beziehungsweise ist ja immer noch die Frage, müssen wir noch nachjustieren oder geht das so? Das wird sich dann, denke ich mal, bald zeigen, wenn dann mal der Rumpf so weit ist, dass wir die Tarnstreifen sehen. Wir starten ja jetzt in Ausgabe 35 mit der fünften Rumpfsektion, mit erstmal dem mittleren Kielabschnitt, und die Seitenteile dieser Rumpfsektion, die haben dann die Streifen. Also ewig lange sollte es nicht mehr dauern, bis wir da oben angekommen sind und dann endlich wissen, ob wir das so lassen können, wie es hier zu sehen ist, oder noch mal nachjustieren müssen. Und spätestens dann werden wir, wenn das alles sitzt und final und die Positionierung final ist, spätestens dann werden wir noch die einzelnen Details anbringen, die ich jetzt noch nicht anbringen werde. Genauso wie dann werde ich auch dieses ganze Brückendeck-Mastdeck, was ja mit der 35 schon eigentlich fixiert werden sollte, werde ich dann auch endgültig dann fixieren. Beziehungsweise, ne, ihr wisst, die Teile sind ja nur zusammengeschraubt, also man könnte sie auch wieder lösen. Ja, damit haben wir alles erledigt, was es heute zu erledigen gibt. Falls euch schon mal interessiert, wie es mit meiner Spezialreihe weitergeht, was es noch alles so Entschuldigung, was es sonst noch alles so zu lackieren gibt in den vorderen Aufbauten. Es fehlt hier noch das nächste Deck. Das ist dann, ich gehe jetzt mal von aus, ich habe jetzt nicht den exakten Namen im Kopf. Ich denke mal, das obere Mast, wenn das untere Mastdeck ist, ist das bestimmt das obere Mastdeck. Da kommt Tarnbemalung dran, beziehungsweise lediglich die weiße. Die wird hier vorne noch zu sehen sein, weil das hier im weißen Streifen ist. Der schwarze geht hier so weiter einfach nach oben. Und dann haben wir noch den großen Turm hier. Ich habe jetzt leider mir fehlt noch der exakte Wortlaut von diesem Turm. Ich habe den mal Gefechtsmast, glaube ich, genannt, dieser große Turm. Vormaßstand habe ich schon gelesen, also ob das jetzt nur ein Teil davon war, Vormaßstand, oder ob der gesamte so heißt. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, oder am besten in die Kommentare schreiben, dann weiß ich auch, wie ich das nächste, den großen Turm hier, diesen markanten Turm, dann letzten Endes nennen darf. Ich meine, es war ja letztens irgendwo mal in irgendeiner Ausgabe so eine Übersicht, habe ich ja schon vergessen, hätte ich gesagt. Ja, so ist das. Man wird nicht jünger. Aber der wird auf jeden Fall auch lackiert, und da wird es interessant, weil der extrem viele Teile hat, die ja abstehen oder ja nicht. Ich sag mal so, es ist nicht unbedingt nett zum Abkleben, sag ich mal so. Also man muss da wirklich gucken, wie wir es am schlauesten machen. Da wird ein Teil weiß und ein Teil schwarz werden. Aber das ist dann tatsächlich, das sind noch diese beiden Sektionen, die jetzt noch fehlen. Also das obere Mastdeck und dann der große Turm. Das sind die beiden Sektionen, die für die vorderen Aufbauten noch fehlen, beziehungsweise für den ersten Streifen noch fehlen. Der zweite Streifen, der wird relativ kurz wahrscheinlich dauern, weil der nur ein Stück der hinteren Aufbauten trifft, und den Schornstein, der kommt ja hier irgendwann dran. Das sind eigentlich die beiden Teile, die mit dem zweiten Streifen verbunden werden müssen. Und der dritte Streifen, der geht durch die sämtlichen hinteren Aufbauten, durch jede Ebene einmal durch. Aber der ist nahezu gerade nach oben gehend. Nicht ganz, aber ziemlich gerade, also eine leichte Neigung. Das sollte dann auch nicht das größte Problem sein. Also die vorderen Aufbauten hier, die sind auf jeden Fall die uns, denke ich mal, am meisten Zeit die am meisten Zeit erfordern, beziehungsweise wahrscheinlich auch, ich denke mal, auch am kompliziertesten sind, wegen den ganzen unterschiedlichen Aufbauten, den Strukturen und dann der Turm auch noch und alles. Naja, wollen wir noch nicht drüber nachdenken. Aber ewig weit ist er ja noch nicht weg. Wir sehen ja schon, dass hier schon einiges zusammengebaut ist und ja mit der 35 jetzt ja auch alles schon fixiert werden soll hier. Da spricht ja vieles dafür, dass es jetzt auch hier so weitergeht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir werden es ja, denke ich mal, bald erfahren. Vielleicht auch schon. Ich habe jetzt das Video ein paar Tage vorher aufgezeichnet, bevor das online geht, nämlich am Wochenende vorher. Vielleicht ist bis dahin auch schon eine Vorschau draußen und dann weiß man schon, in welche Richtung die nächsten Ausgaben gehen. Werden wir sehen. So, das war es alles soweit erstmal für heute, für dieses Teil. Ich bedanke mich natürlich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr natürlich sowohl meine Spezialreihe verfolgt, aber natürlich auch meine regulären Bismarck-Ausgaben verfolgt. Das wäre nett. Falls euch das Video gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Da freue ich mich sehr drüber.
Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr dem Kanal gerne ein Abo geben. Da freue ich mich umso mehr drüber. Dann werdet ihr auch direkt informiert, wenn die nächsten Videos online kommen. Für welches Thema, für welches Projekt auch immer. Ja, in dem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Bismarck-Spezial definitiv wieder. Dann kümmern wir uns um das obere Mastdeck. Das wird der nächste Abschnitt sein. Mal gucken, wann er kommt, beziehungsweise wann wir so weit sind, dass wir sagen können, jetzt kommt die Bemalung dran. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann beim nächsten Bismarck-Spezial demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal.